Herzlich willkommen aus Brüssel heute erneut. Ich möchte Grüße in die Kinoseele von Sachsen-Anhalt, wo vom 8. bis zum 15. April die französische Filmwochen stattfinden werden. Wir haben sie in Dessau-Roßlau, in Halle und in Magdeburg. Und die französischen Filmwochen sind nicht nur ein kulturelles Highlight der französischen Filmkultur, sie öffnen auch Fenster in andere Welten wie in die Vororte von Paris. Der Film Bonne de Fil, der am 12. April um 16 Uhr im Moritzhof in Magdeburg gezeigt wird. Dort verschiebt ein junges Mädchen immer wieder seine Grenzen, sucht ihren Platz, ihre Individualität, ihren Freiraum in der französischen Gesellschaft. Viel mehr will ich aber nicht verraten. Der Film Bonne de Fil gehört im letzten Jahr mit zu den Finalisten um den Lux Filmpreis des Europäischen Parlaments. Und der Lux Filmpreis existiert seit dem Jahr 2007 und prämiert die Filme, die einen interessanten Zugang und die politischen und sozialen Fragen in Europa und einen Beitrag zur Reflexion der europäischen Identität und Integration leisten. Die Abgeordneten des Parlaments stimmen immer wieder im Herbst über den Film ab und die Preisverleihung findet in Straßburg im Europäischen Parlament statt. Das Parlament selbst ist ein Modell und Symbol der kulturellen Vielfalt. Wir sind 751 Parlamentarier aus 28 Staaten und sprechen 24 Sprachen. Und um die Sprachbarrieren zwischen Mitgliedstaaten zu reduzieren, geht es in diesem Lux-Filmpreis darum, dass der Gewinnerfilm in allen 24 Sprachen der EU untertitelt und für seh- und hörbehinderte Menschen überarbeitet sowie in digitalen Formaten verbreitet wird. So kann in ganz Deutschland dieser Film gezeigt werden und auch die anderen beiden Preisträger werden in ähnlichem Verfahren sozusagen für Europa zur Verfügung gestellt. Das Europäische Parlament versucht auf diese Weise, den Filmemachern in Europa den Rücken zu stärken. Und der erste Film war übrigens Auf der anderen Seite von Fakir Akin 2007. Und der Gewinner des letzten Jahres war der Film Ida, der auch 2015 den Oscar gewonnen hat. Das Parlament setzt sich mit dem Filmpreis für die kulturelle Vielfalt, die gemeinsame europäische Identität und den europäischen Integrationsprozess ein. Und ich wünsche Ihnen allen viel Spaß beim Filmfestival und viel Spaß bei diesen Filmen. Insofern alles Gute und das Beste für Sie in Sachsen-Anhalt zu den französischen Filmwochen. Tschüss!